Meine Damen und Herren, liebe Freunde, was ist in diesem Jahr nicht alles geschehen? Wohin geht die Reise? Konnten wir als AfD etwas bewegen? Hat diese alternative Partei gewirkt? Ja, liebe Freunde, die AfD. Jetzt haben sie uns den Strom wieder abgestellt. Die AfD hat gewirkt. Heute sagen fast alle Parteien Dinge, für die sie uns noch vor einem Jahr verteufelt haben. Mitglieder unserer Partei sitzen inzwischen in 10 Landesparlamenten und können dort mit nicht unerheblichen Ressourcen unsere politischen Ziele unter das Volk bringen. Trotz heftigster Gegenwehr, ja, trotz penetranter linker Propaganda gegen die AfD, haben wir es geschafft, den schwarz-rot-grünen Knoten zu zerschlagen, liebe Freunde. Wir sind da. Und wo wir noch nicht sind, da kommen wir mit Sicherheit im nächsten Jahr hin. Aber was hat sich noch verändert? Ja, wir sehen es überall in Thüringen, besonders hier in Erfurt. Es wird bunt und bunter. Unsere Stadt wird uns fremd und fremder. Und das lassen wir uns nicht länger bieten, sehr geehrte Damen und Herren. Jawohl! Auch wenn es immer anders dargestellt wird, wir beschimpfen und wir hetzen nicht, sondern wir stellen Missstände fest und äußern unseren Unmut über eine völlig falsche Politik der Altparteien. Und das ist unser verbrieftes Recht, liebe Freunde. Wir lassen es nicht zu, dass die vaterlandslosen Gesellen in Berlin und in Erfurt unsere deutsche Identität zerstören. Wir zeigen Ihnen die rote Karte dafür. Erheben wir unsere Stimme und das ohne Unterlass. Dann wird diesen Deutschlandabschaffern Hören und Sehen vergehen, liebe Freunde. Bitte lassen Sie uns diese Veranstaltung, so wie jede Veranstaltung der AfD Thüringen, mit der uns eigenen Disziplin und Ordnung durchführen. Wir lassen uns nicht von irregeleiteten Halbwüchsigen oder radikalen Linken provozieren, denn das würde Wasser auf die Mühlen unseres politischen Gegners sein. Sollte sich unter uns jemand befinden, der Radikales im Schilde führt, schadet er unserer gemeinsamen Sache und wir schicken ihn einfach nach Hause. Zeigen wir der Öffentlichkeit wie immer, von uns geht niemals Gefahr aus. Thank you.
Hallo Patrioten. Mein Name ist Siegfried Ebritz von der Pegida in Dresden. Ich möchte euch heute die allerbesten Grüße aus der Hauptstadt des Widerstandes auf der Straße überbringen. Wir freuen uns alle sehr, dass die AfD Thüringen und ihr auch alle wieder auf die Straße geht. Denn dies ist unsere einzige echte Chance, die derzeit Regierenden zum Handeln zu zwingen. Wie wir in Dresden, wie wir hier in Erfurt, muss dies auch in vielen anderen Städten passieren. Regelmäßig, groß, kraftvoll und mit Substanz. Je höher der Druck von der Straße wird, desto weniger werden die Verbalwendehälse in den Bundesländern und in Berlin im Bund die Chance haben, in ihrem schon längst begonnenen Wahlkampf die Bürger wieder einzuschläfern und abermals hinters Licht zu führen. Liebe Thüringer, liebe Gäste von nah und fern, nur mit dem Zusammenspiel der parlamentarischen Opposition in den Parlamenten und den Menschen, die mit ihren Füßen auf den Straßen abstimmen, muss und wird es uns gelingen, das Altparteienkartell unter Druck zu setzen. Der Wahlspruch des heutigen Abends bringt es auf den Punkt. Sei dabei, wenn Geschichte gemacht wird. Ich war 1989 mit 14,5 Jahren schon einmal dabei und die meisten von euch sicherlich auch. Wir haben jetzt nur diese eine Chance. Nutzen wir sie. Wir können viel erreichen. Danke Erfurt, danke Thüringen, die besten Grüße aus Dresden. Wir sehen uns auf der Straße. Danke Siegfried. Ich möchte Ihnen unseren nächsten Redner vorstellen. Er ist Vater von 4 Kindern und Opa von 2 Enkelkindern. Und deshalb weiß er natürlich, warum man sich angesichts der Zustände in unserem Land dringend um einen Politikwechsel kümmern muss. Und zwar ist es Enrico Komning. Enrico hat vielen roten und grünen Politikern etwas voraus. Er hat nämlich nicht nur ein Studium angefangen, sondern ist auch erfolgreich abgeschlossen. Und jetzt kommt's, er hat sogar jahrelang in einem richtigen Beruf gearbeitet. Und deswegen sind wir sehr froh, dass er nun für die AfD in den Landtag Mecklenburg-Vorpommerns eingezogen ist und heute hier zu uns spricht. Meine Damen und Herren, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD-Fraktion im Mecklenburgischen Landtag, Enrico Komning. Mecklenburg-Vorpommern grüßt Thüringen. Liebe Freunde, zu Anfang möchte ich meinem Parteifreund Björn Höcke ganz herzlich dafür danken, dass ich vor dieser wunderbaren Kulisse, ich habe sowas noch nie erlebt, ich habe noch nie vor so vielen Menschen gesprochen, dass ich hier heute da sein darf und dass ich mein Land Mecklenburg-Vorpommern hier heute vertreten darf. Herzlichen Dank, Björn. Liebe Freunde, Sie haben die frohe Kunde vernommen. Deutschland hat wieder eine echte Opposition. Nach Sachsen, Thüringen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Hamburg, Bremen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, nun auch in Berlin und in Mecklenburg-Vorpommern. Und das, liebe Freunde, obwohl alle gegen uns standen, die Parteien, die Gewerkschaften, selbst die Kirchen, die Medien und die Rechtsextremisten für unsere Wahlkämpfer angegriffen und zusammengeschlagen haben. Sie hassen uns. Sie hassen uns, weil wir unsere Stimme für euch erheben. Ich habe es in Mecklenburg-Vorpommern selbst erlebt. Bei der Kundgebung zum Wahlkampfabschluss in Schwerin stand die FDP zusammen mit der Antifa vereint auf der Gegenlinie.
Diese FDP behauptet, dass in Deutschland kein Platz sei für eine Partei wie die AfD. Und das, liebe Freunde, sagt eine Partei, die regelmäßig die 5%-Hürde nicht erreicht. Die Menschen in unserem Land scheinen also ganz anderer Meinung zu sein. Und wisst ihr auch, ich habe aktiven Wahlkampf gemacht und mit vielen Leuten gesprochen. Unter anderem auch mit einer älteren Dame, die durchaus meine Großmutter hätte sein können. Sie sammelte Pfandflaschen aus den Mülleimern. Sie meinte, Deutschland habe nur Geld für andere, nicht jedoch für diejenigen, die mit ihrer Hände Arbeit für dieses Land geschuftet haben. Das hat mich sehr berührt. So lassen unsere Politiker der Parteien, der Altparteien, unser Volk im Stich. Und noch eine Episode aus dem Wahlkampf in Mecklenburg-Vorpommern. Die muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Unsere Landtagspräsidentin Silvia Brettschneider von der SPD setzte sich lieber zu einer nicht angemeldeten Zusammenrottung linksradikaler Störenfriede direkt neben unserem Wahlkampfstand auf dem Marktplatz in Neubrandenburg, auf dem diese linken Chaoten geschrieben haben: Deutschland verrecke und nie wieder Deutschland. Und deswegen, liebe Freunde, sage ich zu diesen Politikern: Das ist unser Deutschland und wir lassen dieses Deutschland nicht verrecken. Wir werden weiterkämpfen und zwar so lange, bis man die Begriffe Asylmissbrauch, bunte Gesellschaft und Terrorgefahren nur noch aus den Geschichtsbüchern kennt. Das wollen wir. Und das, glaube ich, will auch ein großer Teil unserer Bevölkerung, wie man an den Wahlergebnissen sehen kann. Und was war nach der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern los? Von braunen Landstrichen wurde geschrieben. Mehr als 160.000 Bürger haben in Mecklenburg-Vorpommern von ihrem Grundrecht Gebrauch gemacht und die AfD gewählt. Sie wurden vom Spiegel als Rassisten und Nazis beschimpft. Ja, sogar vom Ende des Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern wurde gewarnt. Lügenpresse, 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 Lügenpresse. Die Presse warnte vor dem Ende des Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern ob dieses Wahlergebnisses. Das Ergebnis war aber so, es wurden mehr Buchungen ausgelöst, mehr Touristen kamen nach Mecklenburg-Vorpommern. Ich glaube, dieses Land hat kein AfD-Problem, dieses Land hat ein Journalistenproblem. Und Sie kennen ihn alle, Herrn Maciek. Vorsitzender des Zentralrats der Muslime verkündete lauthals, er habe kürzlich in Müritz Urlaub gemacht und werde das künftig nicht mehr tun. Liebe Freunde, ich habe da mal auf die Landkarte geguckt, es gibt gar keinen Ort, der Müritz heißt. Und wenn Herrn Maciek diese Ergebnisse nicht passen, dann bin ich ja mal gespannt, was er tut, wenn wir im nächsten Jahr in den Bundestag einziehen. Will er dann Deutschland verlassen? Wissen Sie, wir leben ja noch in einer freien Gesellschaft, in einer relativ freien Gesellschaft, wo jeder Urlaub machen kann, wo er gerne möchte. Und Alternativen gibt es ja offensichtlich, denn wie man hört, sind anerkannte Asylbewerber ja zwischenzeitlich auf Heimaturlaub in ihren Herkunftsländern. Ja.
Offensichtlich wird man da gar nicht verfolgt. Und dann sage ich Ihnen, Mecklenburg-Vorpommern wird Urlaubsland bleiben. Urlaubsland für Großstädter, die die Nase voll haben von Multikulti und voll haben von Parallelgesellschaften. Denn sowas werden wir in Mecklenburg-Vorpommern nicht zulassen. Und ich kann Ihnen sagen, wir sind wirklich in den Landtag eingezogen. Ich kann Ihnen sagen, was wir tun werden. Ich werde mich persönlich dafür einsetzen, dass es einen Gesetzesentwurf zum Verbot der Vollverschleierung geben wird. Und dann kann unser Landesinnenminister Cartier, den Sie sicher auch alle kennen, der diese Forderung schamlos bei der AfD geklaut hat, der kann dann ja mal zeigen, ob er es damit tatsächlich ernst meint. Liebe Freunde, was genau wollen wir? Wir wollen ein Deutschland, das eine souveräne Nation ist und nicht von der Europäischen Union bevormundet wird. Und wir wollen, dass das deutsche Volk das deutsche Volk bleibt. Wir wollen unser kulturelles Erbe bewahren. So wie wir es in unseren Familien halten, so werden wir auch im Land unser ideelles und materielles Erbe sichern und mehren, um es eines Tages mit Stolz in die Hände der nächsten Generation unserer Kinder und Enkelkinder zu geben. Denn, liebe Freunde, ich glaube, da sind wir uns einig. Kinder und nicht Zuwanderung sind die Zukunft des deutschen Volkes. Und deshalb will die AfD auch eine wahre Volkspartei sein. Keine Partei für sonderbare Einzelinteressen und für Minderheiten, sondern eine Partei für Deutsche. Für solche, die deutsch bleiben wollen und auch für solche, die es sehr ernsthaft werden wollen. Ohne Multikulti-Wahn und ohne Fachkräfte, die erstmal lesen und schreiben lernen müssen. Wir wollen die Partei des gesunden Menschenverstandes sein, eine Partei quer durch alle Bevölkerungsschichten, die die Interessen deutscher Angestellter, deutscher Arbeiter, deutscher Arbeitsloser und deutscher Selbstständiger, die Interessen des deutschen Volkes vertritt. Und zwar so, wie es im Amtseid des Bundeskanzlers verankert ist. Liebe Freunde, so stelle ich mir Deutschland vor. Deutschland ist ein schönes Land. Ich wünsche mir eine Zukunft, in der die vielfältige Natur, die Städte und Dörfer, die Kunst und die Kultur und unsere jahrhundertealten Traditionen und Bräuche gepflegt werden. Eine Zukunft, in der wir unsere Identität bewahren. Eine Zukunft, in der die Bürger sicher leben können, ohne Angst haben müssen vor Einbrechern, Grabschern und Antänzern. Ich wünsche mir ein Land voller Optimismus, in dem junge Paare wieder sich ganz bewusst für mehrere Kinder entscheiden, ohne Angst davor haben zu müssen, dass sie irgendwann in der Armut landen. Und ich wünsche mir auch ein Land, in dem unsere Kinder in ihren Familien liebevoll großgezogen werden, bei Bedarf mit Unterstützung durch Kinderkrippen und Kindergärten, jedoch ohne Genderindoktrinierung, Schutz für die Kleinsten. Und ich wünsche mir natürlich keine Scheinasylanten, die über die Grenze strömen und auf unsere Kosten und auf die Kosten unserer Kinder leben.
Ich wünsche mir ein Deutschland mit gesicherten Grenzen, denn ohne Grenzkontrollen kommt wirklich jeder hier ungehindert hinein. Ob es nun der harmlose Tourist aus Dänemark, ob es der Afrikaner auf seinem Fahrrad mit syrischem gefälschten Pass oder der IS-Terrorist im Laderaum eines Transporters ist. Das Ergebnis sind nämlich bürgerkriegsähnliche Zustände, wie wir sie jüngst in Bautzen gesehen haben, verursacht und ausgelöst von testosteronstrotzenden, alkoholisierten, kulturfremden jungen Männern mit einem überkommenen Welt- und Sozialbild. Wenn wir dem nicht den Riegel vorschieben, Freunde, dann ist Deutschland als Staat und Nation verloren. Und liebe Freunde, es ist nicht 5 vor 12, es ist um 12. Liebe Freunde, das müssen wir uns immer bewusst machen. Wir haben keine Zeit mehr. Wir haben die einzige Möglichkeit, jetzt noch auf Deutschland wieder das zu machen, was es war. Und wenn Frau Merkel jetzt rhetorisch etwas zurückrudert, meint sie erneut, wir Deutschen seien stark genug, dies zu bewältigen? Diese Aussage ist nichts anderes als ein erneutes, unbelehrbares "Wir schaffen das". Und Frau Merkel, ich werde Ihnen mal sagen, was wir schaffen. Erstens, Grenzen dicht für Wirtschaftsflüchtlinge und Scheinasylanten. Das schaffen wir. Zweitens, Deutschland muss und wird das Land der Deutschen bleiben. Auch das schaffen wir. Und schließlich Angela Merkel aus ihrem Kanzleramt verweisen. Liebe Freunde, zusammen schaffen wir das auch. Herzlichen Dank. Danke, Enrico Komning. Ich möchte Ihnen nun unseren nächsten Redner kurz vorstellen. Er kommt aus dem schönen Land Brandenburg. Auch er ist verheiratet, hat 3 Kinder. Und als Fallschirmjäger bei der Bundeswehr hatte er viele Jahre Zeit, seine Durchsetzungsstärke praktisch zu erproben. Und nun setzt er diese Durchsetzungsstärke zum Bedauern der Altparteien im Brandenburgischen Landtag als Abgeordneter der AfD ein. Herzlich willkommen, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD im Thüringer Landtag, Andreas Kalbitz. Ja, vielen Dank, liebe Freunde. Es ist großartig, hier zu sein. Es ist großartig, dass Erfurt inzwischen wie Dresden ein Fanal und ein Signal ist für den Widerstand der Linken. Also es hieß, die Demonstrationen flauen ab. Wenn wir uns hier umgucken, sehen wir, der Widerstand ist da, der Widerstand ist auf der Straße. Und da gehört er auch hin, genauso wie in die Parlamente. Und das ist eure Leistung. Vielen Dank. Mecklenburg haben uns als letzte Länder gezeigt, die AfD ist angekommen. Wir sind gekommen, um zu bleiben, und es ist schwer nötig. Wir wollen endlich wieder zukunftsorientierte Politik für unser Volk. Wir wollen Familienpolitik statt betreutes Aussterben. Wir wollen Sozialpolitik statt verwaltetes Elend. Wir wollen eine Politik, die zukunftsorientiert nach vorne schaut und keine Schadensbegrenzung nach hinten betreibt. Und das ist das, was die Bundesregierung macht, mit der Spitze dieser inzwischen völlig verkommenen Machterhaltungsnomenklatur steht Angela Merkel, und Merkel muss weg. Und vieles, was sich die Etablierten vorgenommen haben, hat nicht funktioniert.
gehört. Es funktioniert kaum was. Wir haben ja keine Regierung, wir haben eine Reagierung. Es wird ja nicht mehr gestaltet. Es wird nur noch gewurschtelt nach hinten und schadensbegrenzt. Wir haben die Nase voll und deshalb stehen wir hier. Deshalb stehen wir hier und werden auch nicht nachlassen. Und die AfD wird als neue Volkspartei Verantwortung übernehmen. Wir werden Verantwortung übernehmen, aber nicht, indem wir im Bordellbetrieb der etablierten Politik mit dem Erstbesten ins Bett springen, um silberne Löffel zu bekommen, Staatssekretärsposten oder ähnlichen Blödsinn. Wir werden dann Verantwortung übernehmen, wenn wir die Gestaltungsmöglichkeit und Mehrheit haben, um wirklich für unsere Menschen zu wirken. Wir wollen, ich sage das ganz deutlich, wir wollen kein Stück vom politischen Kuchen. Wir wollen die Bäckerei, liebe Freunde. Und die werden wir bekommen. Wir machen das friedlich, demokratisch und gewaltfrei. Von uns geht keine Gefahr aus. Die Gefahr geht aus von dieser Bundesregierung und jeder Tag mehr. Und es ist wichtig, dass wir neben den Wahlen den Protest immer wieder auf die Straße tragen. Und deshalb freue ich mich, dass wir heute zusammen sind, nicht nur mit den Freunden der mitteldeutschen Achse, sondern auch mit den Freunden aus Dresden, dass wir zeigen, Geschlossenheit macht uns stark und wir brauchen diese Geschlossenheit, sonst werden wir dieses Land, so wie wir es kennen, verlieren. Und das möchte ich nicht, das möchtet ihr nicht. Es lohnt sich, für dieses Land zu kämpfen, für die Zukunft unserer Kinder, unserer Enkel. Wir holen uns dieses Land zurück, friedlich, demokratisch und gewaltfrei. Aber wir machen das sicher und wir machen das sicher erfolgreich, denn es lohnt sich, für dieses Land zu kämpfen. Vielen Dank, liebe Freunde. Danke, Andreas Kalbitz, tolle Rede. Der nächste im Bund, der ist Ihnen schon bekannt, den brauche ich gar nicht lange vorstellen. Er zog aus dem Stand mit einem Stimmanteil von mehr als 24% als Oppositionsführer der AfD im Landtag von Sachsen-Anhalt ein. Meine Damen und Herren, so sehen echte Wahlsieger aus. Begrüßen Sie mit mir den Fraktionsvorsitzenden der AfD-Fraktion im Landtag Sachsen-Anhalt, André Poppenburg. Liebe Freunde, geschätzte Patrioten, Dauerwahlkämpfer, Mut- und Wutbürger. Wie immer, und ich sage wie immer, nach einem AfD-Protestspaziergang ist meine Stimme geschlagen. Ich kann einfach, wenn ich mit euch unterwegs bin, nicht meine große Klappe halten. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Aus Sachsen-Anhalt. Ganz herzliche Grüße, ganz großen Respekt und Hochachtung dafür, dass ihr heute einmal mehr so zahlreich und couragiert zueinander gekommen seid und für ein besseres Deutschland auf die Straße geht. Demonstriert heute hier für die Rechte unseres deutschen Volkes, für die Rechte unserer Kinder und die Rechte späterer folgender Generationen. Ihr seid damit die tatsächlichen Bewahrer unserer deutschen Identität. Dankeschön! Mit fast 21% in Mecklenburg-Vorpommern, mit fast 15% in Berlin sind uns nicht nur zwei erneute Einzüge in deutsche Parlamente gelungen, nein, das waren gewaltige Sprünge in deutsche Parlamente. An unsere Nordmänner und Nordfrauen und an unsere Berliner Großschnauzen. An dieser Stelle nochmal ein ganz herzliches Dankeschön für diese fantastischen Ergebnisse. Damit ist im Übrigen das Gebiet der neuen Bundesländer
flächendeckend blau geworden. Darüber mal nachdenken. Es werden noch andere Landesparlamente folgen. Da sind wir schon drin in Thüringen. Und Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz haben ja schon vorgelegt. Und im nächsten Jahr werden wir zur politischen Entscheidungsschlacht antreten. Zum Wahlkampf um den Deutschen Bundestag. Und auch das wird erfolgreich für uns ausgehen. Wir werden keine Ruhe geben, bevor nicht in Deutschland überall endlich wieder Politik für und nicht gegen das deutsche Volk gemacht wird. Wir werden keine Ruhe geben, bevor Menschen- und Gesellschaftsexperimenten wie Multikulti, Inklusion, Genderwahnsinn und Frühsexualisierung eine ganz deutliche Abfuhr erteilt wird. Und wir werden keine Ruhe geben, bevor in Deutschland einem gesunden Patriotismus und einer ganz natürlichen Identitätsbewahrung, bevor dies nicht eine Selbstverständlichkeit geworden ist. Vor einem Jahr, am 4. September, hat noch Kanzlerin Angela Merkel allein undemokratisch, unverantwortlich mal so für sich eine totale Grenzöffnung entschieden. Sie hat damit einer illegalen, unrechtmäßigen Masseneinwanderung und auch dem Terror in Deutschland und Europa Tür und Tor geöffnet. Und auch wenn Frau Merkel heute dankenswerterweise der AfD Recht gibt, indem sie ihre eigenen Fehler versucht einzuräumen, und indem sie heute sagt, sie würde die Aussage, wir schaffen das, vor diesem Hintergrund nicht noch einmal so formulieren. So kann ich nur sagen, Frau Merkel, dieses heuchlerische Fehlerbekenntnis nehmen wir Ihnen nicht ab. Wir bleiben bei einer unserer Hauptforderungen eisern stehen. Und die lautet natürlich, wie kann es anders sein, Merkel muss weg! Liebe Freunde, für ein friedliches, freies, patriotisches Deutschland seid bereit! Ich danke euch! Danke, André! Liebe Freunde, wir kommen zum Höhepunkt unserer heutigen Kundgebung. Ich darf Ihnen unseren letzten Redner vorstellen. Sie alle kennen ihn. Er spielt gern und wird groß mit den Pavlovschen Reflexen von Ralf Stegner und Heiko Maas. Und er ist als Minenräumpanzer der AfD dafür verantwortlich, mit Debatten und Sprechverboten kurzen Prozess zu machen. Begrüßen Sie mit mir den Landessprecher und Oppositionsführer der Herzen im Thüringer Landtag, Björn Höcke. Man sagte, dass man als Kind die größte Vorfreude verspürt. Jetzt geht man in euch und erinnert euch an eure Kindertage. Das ist so. Man hat die Vorfreude auf ein großes Ereignis.
Und genauso war es bei mir in den letzten Wochen. Ich habe mich wie ein Kind auf diese erste Demonstration nach der Sommerpause gefreut. Es ist ein großartiger Anblick, liebe Erfurter, liebe Thüringer, liebe Landsleute von nah und fern, liebe Patrioten. Ihr seid wieder hier, ihr seid hier, um eure Pflicht zu tun, und dafür danke ich euch. Unsere AfD ist mit 20,8% in den Landtag von Mecklenburg-Vorpommern eingezogen. Und sie ist mit 14,2% in einen nicht einfach zu erobernden Landtag, in einen großstädtischen Landtag, in den Landtag, in das Abgeordnetenhaus von Berlin eingezogen. Liebe Freunde, wenn wir jetzt bedenken, dass unser Volk, und es ist so, so ein duldsames und gutmütiges Volk ist, und wenn wir jetzt erkennen, dass wir innerhalb von 3 Jahren 10 von 16 Landtagen für unsere Partei erobert haben, dann können wir das Ganze nicht anders als parteipolitische Revolution bezeichnen. Und wir tragen diese Revolution, und wir werden diese Revolution weitertragen, bis die Politik in diesem Land um 180 Grad gewendet ist. So wichtig gewesen, dass wir Besuch bekommen aus den anderen Landesverbänden, die gute Ergebnisse eingefahren haben für unsere Partei und die Schulter an Schulter den politischen Kampf führen. Ich bin froh, dass Enrico Komning aus Mecklenburg-Vorpommern zu uns gekommen ist, dass Andreas Kalbitz zu uns gekommen ist, dass André Poppenburg zu uns gekommen ist, dass Sigi Werbrich aus Sachsen zu uns gekommen ist. Ja. Sigi weiß auch, wir stehen Schulter an Schulter, wir marschieren getrennt, aber wir schlagen natürlich vereint. Und diese Achse, die wir heute hier abbilden, die ist für mich so wichtig, die ist so symbolträchtig, denn wir vier Parteifreunde, Sigi Debrit ist kein Parteifreund, deswegen nehme ich ihn jetzt mal aus. Wir vier Parteifreunde, die ich gerade genannt habe, die geben euch hier mit ihrer Anwesenheit ein Versprechen. Wir vier, diese vier Landesverbände, stehen Schulter an Schulter. Und wir wissen, dass dieses Land nicht nur einige kleine Reformchen braucht. Damit ist es nicht getan. Wir wissen, dass dieses Land eine politische Wende um 180 Grad braucht. Und wir wollen, dass in diesem Land etwas selbstverständlich wird, das in allen anderen Ländern der Welt eine Selbstverständlichkeit ist. Dass endlich auch hier in Deutschland für uns Deutsche eine Politik für das Volk und nicht gegen das Volk gemacht wird. Im Westen unseres bedrohten Vaterlandes, da schlafen viele Menschen noch. Das hat damit zu tun, dass die Gehirnwäsche der Altparteien und der Medien viele Menschen in Westdeutschland in die politische Apathie getrieben haben. Anders kann man das nicht sagen. Und dann kommt noch dazu, dass das permanente Mies- und Lächerlichmachen unserer Geschichte die Menschen wurzellos gemacht hat. Und ich sage und ich betone es immer wieder, wenn es nochmal einen grundsätzlichen Erneuerungsimpuls für unser Vaterland gibt, dann kommt er hier aus dem Osten und dann wandert er nach Westen. Und wir hier im Osten, liebe Freunde, wir stehen zu Tausenden aufrecht, wir sind hellwach. Wir wollen diesen Impuls setzen und wir werden diesen Impuls setzen.
Sicherheit unserer Bürger, von uns ist der vornehmste Daseinszweck des Staates. Wir gründen Staaten überhaupt dafür, dass wir in Sicherheit leben können. Das ist ein zentrales Anliegen einer Staatsgründung. Durch die Multikulturalisierung der Altparteien erzwungene Zerstörung unseres Sicherheitsgefüges ist schon weit vorangeschritten. Der Staatszerfall, liebe Freunde, der Staatszerfall, der begegnet uns jeden Tag in diesem Land. Und die Menschen in Deutschland, sie spüren, dass die Sicherheitslage außer Kontrolle gerät. Laut einer aktuellen Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach glauben oder befürchten 70% unserer Mitbürger, dass sie Opfer eines Terroranschlags werden könnten. Und die Autoren dieser Studie, dieses Instituts, die sprechen wörtlich von einem, ich zitiere, Zusammenbruch des Zukunftsoptimismus der Bevölkerung. Zitat Ende. Liebe Freunde, diese Sicherheitskrise ist nicht als Naturkatastrophe über Deutschland gekommen. Sie ist hausgemacht von Politikern, von denen nicht sehr wenige unser Volk und unseren Staat ganz bewusst kaputt machen wollen. Millionen junge Männer, das ist so, als würde man sozialen Sprengstoff in ein Land importieren. Junge Männer, und das ist ja auch eine ganz natürliche Sache, junge Männer suchen selbstverständlich junge Frauen. Wenn sie aber keine jungen Frauen finden, dann nehmen sie sich einfach junge Frauen. So wie in Köln und wie in einigen Wochen, vor einigen Wochen auf dem Stadtfest in Mühlhausen geschehen. Liebe Freunde, für unsere Frauen und Mädchen sind die Lebensräume in den letzten 12 Monaten dramatisch zusammengeschrumpft und die Angsträume haben sich dramatisch vergrößert. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich vor einem Jahr vor der Kanzlei, vor dem Regierungsgebäude von Bodo Ramelow stand und erklärte und prophezeite, die Angstträume für unsere Frauen werden durch die Masseneinwanderung junger Männer größer werden. Mein Gott, könnt ihr euch erinnern, wie bin ich dafür von den Medien geprügelt worden? Und jetzt ist diese Prophezeiung bittere Realität geworden. Wie viele sexuelle Übergriffe, wie viele Vergewaltigung wären unseren Frauen erspart geblieben, wenn man etwas Selbstverständliches getan hätte, wenn man einfach das tut, was jeder souveräne Staat tut, der ein ganz normales Selbsterhaltungsgefühl hat, die Grenze zu sichern, liebe Freunde. Und der 4. September 2015, und mein Freund André Poggenburg hat diesen Tag schon richtig benannt, dieser 4. September 2015 wird als Tag der totalen Grenzöffnung in die Geschichtsbücher der Bundesrepublik Deutschland eingehen. Davon bin ich überzeugt. Und nach Einschätzung zahlreicher Staats- und Verfassungsrechtler werden wir seit dem 4. September 2015 von einer Rechtsbrecherin regiert. Der Putsch und anderes und nichts anderes war es, der Putsch vom 4. September 2015, der von allen Altparteien toleriert worden ist, steht für den Zerfall der Rechtsstaatlichkeit der Bundesrepublik Deutschland. Erodiert, der Staatsverfall ist täglich spürbar. Ich sagte es bereits, die Deutsche Bahn hat angekündigt, dass sie sämtliche Zugbegleiter jetzt mit Pfefferspray und Alarmgeräten ausrüsten muss. Denn die Attacken auf Bahnbegleiter haben sich seit dem letzten Jahr, was für ein Zufall,
um 28% erhöht. Und die Polizeigewerkschaft, die fordert 20.000 zusätzliche Polizeibeamte. Darüber hinaus wird über den Einsatz der Bundeswehr im Inneren diskutiert. Und die neueste Überwachungstechnik, die soll natürlich auch noch angeschafft werden. Doch, liebe Freunde, lassen wir uns von der Symptompolitik der Altparteien nicht an der Nase herumführen. Das ist eben keine Politik, die an den Ursachen irgendwas ändert. Das ist nur Kurieren an Symptomen. Und die Milliarden, die wir jetzt für die zusätzliche Sicherheit investieren müssen, die würde die AfD viel lieber in unsere Rentner und in unsere jungen Familien investieren. Dort gehört das Geld hin. Und ich will meine bürgerlichen Freiheiten nicht einschränken lassen. Und ich habe ein ganz ungutes Gefühl dabei, wenn unsere Regierung unsere bürgerlichen Freiheiten einschränken will, liebe Freunde. Warum sollten wir Milliarden in die Sicherheit investieren? Warum sollten wir unsere bürgerlichen Freiheiten einschränken lassen, wenn es doch so einfach ist, die Lage in den Griff zu kriegen? Ich sage, schließt die Grenzen und schickt die jungen Männer nach Hause. Den Bürgern Schlafsand in die Augen zu streuen. Sie versuchen, von ihrem Totalversagen abzulenken. Sie versuchen, Tatsachen zu verschweigen. Liebe Freunde, mit einer kleinen Anfrage konnten wir als Fraktion im Thüringer Landtag herausbekommen, dass in diesem kleinen Land Thüringen jeden Monat über 200 Polizeieinsätze in und um Asylbewerberheime gefahren werden müssen. Und was letzten Donnerstag der Verfassungsschutzchef des Landes Thüringen veräußerte, auf Druck der AfD übrigens, das hätte eigentlich auf dem Titel jeder Thüringer Zeitung zu finden sein müssen. Die Schlagzeile hätte gelautet, wenn man diese Worte von Steffen Kramer entsprechend in die Zeitung gebracht hätte und dorthin, wo sie hingehört, auf die Titelseite: Der IS ist in Thüringen angekommen. Stefan Kramer, der Verfassungsschutzchef von Thüringen, der spricht von 140 Islamisten und 75 Salafisten und von einer so wörtlich beachtlichen Gefährdungslage für unseren kleinen Freistaat Thüringen. Liebe Freunde, IS, das sind die Menschen, die steinigen, die kreuzigen, die ertränken und die lebendig begraben. Hinter dem Kürzel IS verbirgen sich die Menschen, die Schlachthäuser für Menschen bauen, um diese Menschen dort bei lebendigem Leibe zu schächten. IS, das sind die Menschen, die Kinder vor den Augen ihrer Eltern massakrieren. Liebe Freunde, ich habe die Nase gestrichen voll von dieser absurden Multikulti-Politik und der dämlichen politischen Korrektheit. Potenzielle IS-Terroristen müssen in vorsorgliche Sicherheitsverwahrung genommen werden. Sie müssen sofort abgeschoben werden. Ich will, dass Thüringen morgen IS-frei wird. Die Altparteien zerstören nicht nur unsere Sicherheit, sie zerstören auch, und das ist das zweite wichtige große Thema, das ich heute ansprechen will, sie zerstören auch unseren Sozialstaat. Tag aus, Tag ein reden sie von
sozialer Gerechtigkeit. Aber sie meinen nicht unsere soziale Gerechtigkeit. Die interessiert sie nicht. Sie meinen die Öffnung unserer Sozialkassen für Millionen, die nie in unsere Solidargemeinschaft eingezahlt haben. Wir sind nur die Arbeitstiere und Zahlmeister dieser Altpartei. Aber wir lassen uns nicht mehr ausbeuten, liebe Freunde. Es empört uns, und ich glaube, ich spreche in euren Namen, es empört uns, dass ein fünffacher Familienvater, der nach 20 Jahren unverschuldet arbeitslos geworden ist, für sich, seine Frau und seine Kinder insgesamt 2000 Euro bekommt, kaum mehr als eine entsprechend große Asylbewerberfamilie. Es empört uns, dass die Bundesregierung den aus Steuergeldern und Beitragsgeldern für Notzeiten angesparten Gesundheitsfonds plündert, um die aus dem Ruder gelaufenen Gesundheitskosten für Asylbewerber heimlich finanzieren zu können. Es empört uns, dass Millionen illegaler Einwanderer, und es war die Zahnarztärztliche Vereinigung, die vor kurzem auf diesen Missstand hinwies und auf das, was auf uns zukommt in den nächsten Monaten und Jahren, dass Millionen illegaler Einwanderer für bis zu 10.000 Euro ihre Zähne auf unsere Kosten sanieren können. Es empört uns, wenn die Bundesregierung bis zum Jahr 2020 93 Milliarden, das sind 23.000 Millionen, für illegale Einwanderer bereitstellt, aber für die Opfer der Flutkatastrophe in Süddeutschland keinen einzigen Cent, liebe Freunde. Es empört uns, wenn ein Syrer mit seinen 4 Frauenhaaren und seinen 23 Kindern einreist und jetzt im Montabaur im schönen Westerwald eine 28-Zimmer-Wohnung auf Steuerzahlerkosten gesucht wird. Und ich frage mich, wir fragen uns, wie kann man eigentlich seinem eigenen Volk mit so viel Zynismus und sozialer Kälte begegnen, liebe Freunde. Und diese zynische Politik dem eigenen Volk gegenüber, anders kann ich diese Politik nicht mehr bezeichnen. Das ist Zynismus pur. Diese zynische Politik dem eigenen Volk gegenüber, die dauert schon Jahrzehnte. Und ist das so? Und das ist so wichtig, dass ihr das mit nach Hause nehmt, dass ihr das euren Freunden, euren Verwandten, eurer Familie, an eurer Arbeitsstelle immer wieder erklärt und immer wieder deutlich macht. Die von sozialer Gerechtigkeit reden, die sind keine Parteien der sozialen Gerechtigkeit. Die einzige Partei der sozialen Gerechtigkeit für uns Deutsche, das ist die AfD. Das Totalversagen der Altparteien, das dauert schon seit Jahrzehnten an. Anfang der 90er Jahre, und ich muss es euch in Erinnerung rufen, Anfang der 90er Jahre, da wandelte man die EWG, die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, ohne Not, in eine Transferunion zu Lasten des deutschen Steuerzahlers um. Wir, liebe Freunde, wir Steuerzahler, wir haben in den letzten 25 Jahren 300 Milliarden Euro netto nach Brüssel überwiesen. Die Währung im Wachkoma, der Euro, der nicht gerettet werden kann und der so schnell wie möglich sterben soll, den versucht man zu retten mit einer wahnwitzigen Niedrigzinspolitik. Und auch für diese Niedrigzinspolitik bluten wir deutschen Steuerzahler und wir deutschen Sparer vor allen Dingen mit Milliarden. 300 Milliarden Euro, ebenfalls 300 Milliarden Euro haben wir schon an Zinsverlusten einstreichen müssen wegen dieser absurden Niedrigzinspolitik des Euro.
Und dazu kommt dann noch eine Haftungssumme von 500 Milliarden Euro, die dann entsprechend fällig werden, wenn der Euro untergeht. Und dieser Euro wird untergehen. Und dann, liebe Freunde, kommt das Finale. Das Finale heißt der Asyl-Tsunami, von den Altparteien gewollt und ausgelöst. Der wird uns mittelfristig 1 Billion Euro kosten. Die Altparteien verschenken unser Geld und sie zerstören die sozialen Sicherungssysteme und manche von ihnen augenscheinlich mit Vorsatz. Und das, liebe Freunde, das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Dass wir die Parteien, die immer die soziale Gerechtigkeit wie eine Monstranz vor sich hertragen, demaskieren. Und ich nenne dieses Phänomen der zynischen Politik gegen das eigene Volk, gerade im Sozialbereich, diese Politik und die Frage, die daraus resultiert, die nenne ich die neue soziale Frage. Und diese neue soziale Frage haben wir Deutschen uns zu stellen und wir Deutschen haben sie zu beantworten. Und bei dieser neuen sozialen Frage, da geht es in erster Linie nicht darum, auf das Volksvermögen von oben nach unten, von jung nach alt oder von alt nach jung verteilt wird. Darum geht es nicht in erster Linie. Das kommt viel, viel später. Diese Fragen klären wir später. Es geht in erster Linie bei der Beantwortung dieser neuen sozialen Frage um die Verteilung unseres Volksvermögens von innen nach außen, also vom Inland ins Ausland, beziehungsweise es geht um die Plünderung unserer Staatskasse und unserer Sozialsysteme. In dieser Entwicklung müssen wir Einhalt gebieten, denn neben der Sicherheit ist die soziale Sicherheit der Staatszweck, zu dem wir uns als Deutsche zusammengefunden haben. Liebe Freunde, diese neue soziale Frage, die wird nicht von der CDU, die wird nicht von der SPD, die wird nicht von den Grünen und die wird schon gar nicht von den Linken gerecht beantwortet werden können. Diese neue soziale Frage wird für uns Deutsche, und darum geht es hier, denn wir sind das Volk, nur von der AfD gerecht beantwortet werden können. Liebe Freunde, unser Weg wird kein leichter sein. Unser Weg wird noch ein sehr steiniger sein und unser Weg wird noch ein sehr langer sein. Aber wir werden diese Patex-Frau irgendwann aus dem Bundeskanzleramt vertreiben. Und wir werden als AfD, und dieses Versprechen habe ich euch auch im Namen meiner Kollegen zu Beginn gegeben, wir werden als AfD nicht eher ruhen, ich werde nicht eher ruhen, bis die Politik in diesem Land um 180 Grad gewendet ist und bis eine Politik nicht gegen das deutsche Volk, sondern für das deutsche Volk gemacht wird. Und wir dürfen Hoffnung haben, liebe Freunde. Der Geist ist nämlich aus der Flasche. In 10 von 16 Landtagen sitzen wir bereits. Der Geist ist aus der Flasche. Und dieser Geist ist notwendig, wenn eine freie Bürgergesellschaft, und wir sagen Ja zu einer freien Bürgergesellschaft, wenn eine freie Bürgergesellschaft eine Zukunft haben will. Und dieser Geist, der aus der Flasche ist, der wird immer größer. Und er richtet sich auf, nicht nur hier über Erfurt, hier besonders eindrucksvoll und wirkmächtig, hier in Erfurt und vor allen Dingen auch in Dresden. Hier richtet er sich auf, hier ist es schon deutlich zu sehen, aber auch in Westdeutschland wächst er und gedeiht er. Und dieser Geist, das ist ein guter Geist, liebe Freunde. Es ist ein neuer, ehrlicher, natürlicher, lebendiger und selbstverständlicher Patriotismus. Und wir werden diesen Patriotismus größer werden lassen bei jeder Demonstration, überall dort, wo wir das Wort ergreifen, hier in eurem Bekannten- und Verwandtenumfeld. Dieser Geist wird wachsen, dieser gute Geist wird über Deutschland aufsteigen. Und verspreche euch, die Altparteien werden diesen guten Geist, dieses neuen, selbstbewussten, sachlichen, tiefen, vitalen Patriotismus
nicht mehr in die Flasche zurückkriegen. Ich danke euch für euer Kommen. Auf bald. Wir haben auch kein Patex an unseren Schulen, deswegen muss die Veranstaltung irgendwann mal enden. Aber bei uns endet die Veranstaltung immer besonders schön mit der Nationalhymne. Nur bevor wir die Nationalhymne singen, habe ich noch zwei Sachen zu verkünden. Zum einen, hinten an der Litfaßsäule sammelt die Bürgerinitiative gegen die Moschee Paul Marbach noch Unterschriften. Wer also da noch hin möchte, kann doch mal den Abstecher machen nachher. Und zum Zweiten, die nächste Demonstration findet auf jeden Fall am 26.10. statt. Um 19 Uhr, selbe Strecke wie heute. Wenn irgendwas Tolles zwischenzeitlich passiert, ja, dann werden wir natürlich vorher auf die Straße gehen. Dann informieren wir euch über Facebook und über die Zeitung. So, und nun bitte ich um die Nationalhymne.